Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Jetzt hatte ich fast den Namen vergessen. Ja, weiter geht's. Ich war da stehen geblieben, dass jetzt hier mein Geschenk für den Oriental. Kommt, um hier eure Verbundenheit zu bekunden. Die Leute beginnen von euch zu sprechen. Und ich beginne euch zu vertrauen. Das ist gut. So, jetzt habe ich mit 50 Ansehen das Ding freigeschaltet. Hierfür bräuchte ich 100 Ansehen. Das bedeutet auch zwei weitere Geschenke. Ich werde dem Kaiser mitteilen, dass euch eine erste Anwesenheit. Ja, red weiter. Dieses kostbare Schiff soll euer sein. Ich danke vielmals. Alles nach seiner Zeit. Wir werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Ja. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Ja, nerv nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt ein gutes Händchen. Ja, jetzt schenkt mir auch noch Ruhm, danke. Hier ein Konto, jetzt habe ich von Siedlung zu Dorf. Kleinstadt, Stadt, Großstadt, Handelszentrum, Metropole und Weltstadt. Ganz größenwahnsinnig. Ja, das ist nett. Okay, da werden noch mehr. Jetzt habe ich hier auch ganz tolle neue Gebäude, wie der Hafenmeisterei. Kaimauer, kleine Lagerstadt, Reparaturkran, Hafenwehrturm. Schenke brauche ich jetzt, kleine Werft. Turnierplatz, kann ich mit Ruhm. Ja, die beiden, die brauche ich jetzt leider. Weil das ist jetzt auch tief und davon werde ich jetzt mehrere benötigen müssen. Ich habe das alles ziemlich ungünstig gebaut. Ah, Mist. Da kommt, warte, das ist Zimmermannshaus, repariert Gebäude, und weil Gebäude, wenn die können verrußen und dann steigt die Brandgefahr und Feuerwache löscht Brand. Ja, fehlt mir jetzt ein paar Rohstoffe leider. Gut, was war das nächste? Ah ja, jetzt habe ich hier die Nomadengebäuden. Und jetzt hat er mir das Schiff geschenkt. Das ist ein orientalisches Handelsschiff, wenn ich mich recht erinnere. Eine Karavelle, auch gut. Und mit orientalischen Handelsschiffen, du kannst mal zurück nach Heimathafen fahren. Mit orientalischen Handelsschiffen kann ich jetzt auch orientalische Kontore bauen. Hier sieht man auch Holz, Werkzeuge und Datteln als Vorrat. Jetzt muss ich mal gucken, wo wollte ich eigentlich was hinbauen? Hier habe ich Gewürze, Seide und Mandeln. Hier habe ich nur Käse. Genau, und hier hatte ich die guten, wirklich guten Sachen. Und hier wollte ich mir jetzt, ja, baue ich hier das Ding hin. Fange ich hier an, was zu gründen. Ja, ist einigermaßen gut Platz. Das ist schwierig. Vielleicht nehme ich noch eine andere Insel, wo ich bald nur eine Siedlung baue. Also nur Häuser. Keine Arbeitsgebäude. Oder kaum Arbeitsgebäude. Gut, wie sieht's hier aus? Vollständig. Keine Bürgerrechte. Ups, erhöhte Steuern. Bürger ziehen nach wie vor ein. Das fehlt nur noch eine einzige gottverdammte Korksperson. 15 Handelsprivilegien, nee, die kriegen sie aber nicht. Da sind sie tatsächlich. Also jetzt muss man vorsichtig sein, weil jeder weitere Level Up kann mich sehr schnell in den Ruin treiben. Gut. Bauen, ich brauche eine Schenke. Mir fehlt es an Rohstoffen. Braucht die beiden, mir fehlt es an Rohstoffen. Meint ihr schon irgendein Haus anfangen müssen zu rußen? Dann sag es mir bitte Bescheid. Ich kann sowas jetzt hier nicht abhaben. Gut, mein anderes Schiff ist da, das andere Schiff steht da oben. Wat nu? Und nu? Warte, was ich jetzt noch machen könnte, ist mich weiter. Ja, du. Zu erkunden in Richtung hier.
Weil es gibt, ich habe ja noch diesen computergesteuerten Mitspieler und der müsste auch hier irgendwo rumfahren, sein, existieren. Was nun? Sieht nicht hier aus, die kosten ja auch Ruhm. Ja. So. Da oben, die Insel, gehen wir mal in die Richtung. Da ist ein Schiff. Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Ich habe ihn erfunden. Eine besiedelte Insel. Wolfshafen. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter. Ihr habt sie nicht zufällig gesehen. Das klingt nach einem Auftrag, obwohl das keiner ist. So. Na, das wollte ich jetzt nicht. Wo? Da. Das sieht ja eine tolle Siedlung aus. Wow. Ein Hafen. Grüß Gott. Den habe ich jetzt hier im... Ist es dringlich? Krampf, Handelsvertrag, hier ist eine Laune. Ich kann ihn jetzt hier irgendwie schmeicheln oder eine beleidigen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist bestimmt die Holzproduktion. Ihr wünscht, ich wäre euer Vater? Nun... Auch ich habe euch ins Herz geschlossen. Danke. Aber weitere Versuche würden jetzt einen 0%igen Erfolg sorgen und dafür zu sorgen, dass das wieder runtergeht. Also würde ich jetzt lassen, es weiterzumachen. Und also eine ganz schön große Insel hat, finde ich unfair. Schwimme ich hier wieder zurück zu Destiny Island. Nee, Goldfurt. Ja, ich kenne Kingdom Hearts, finde es ziemlich cool. Denn sie sonst ist es gestattet, euch ein Anliegen vorzutragen. Ah. Leicht ist es oft nicht, aber wir leben gerne in eurer Stadt. Das ist schön. Moment mal, warte, du kannst ja gleich diesen Auftrag machen, den ich hier da hinten. Da. Und das ja mal kurz kümmern. Und hier ist meine... Hier kann ich jetzt das Kontor bauen. Einfach hier hinklatschen. So. Jetzt sind die ganzen Rohstoffe dort. Das ist gut. Eine mutige Entscheidung. Im Orient. Ja, ich besiedle jetzt den Orient. Hier haben wir zunächst den Bazar. Der Bazar funktioniert genauso wie alles andere auch. Der Sultan also wie der gestattet es auch Fremden, sich hier im Orient anzusiedeln. Die Wege muss ich von hier benutzen. Das ist nett vom Sultan. Ja. Ganz Nomadenhütten. So. Ein paar Wege ziehen. Gut, das sind jetzt die Nomaden. Die sind ziemlich unzufrieden, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Die haben Gesellschaft, aber keine Nahrung. Na doch, die haben Nahrung. Aber das wird noch nicht ganz so gut dauern. Deswegen muss ich jetzt Datteln anbauen. Aber, wie man vielleicht wisst, ist die Wüste unfruchtbar. Ich baue das mal ein bisschen mehr hier, dann baue ich hier die Datteln an. Dann haue ich jetzt hier ein orientalisches Markthaus hin, um den Baubereich zu vergrößern. Und jetzt kommt die kleine Noria. Die Noria hat die Eigenschaft, die baue ich euch hier hin. Und dann, das muss man gesehen haben. Ja, man sieht schon. Macht in diesem Bereich fruchtbaren Boden. Die hat einen gewissen Wasservorrat, den kann man aber wie alle begrenzten Vorräte auffüllen. Kostet zwar Geld, so mehr, so weniger drin ist, desto mehr Geld kostet es. Oh.
Sieht man jetzt hier noch nicht, weil jetzt hier das Ding jetzt fehlt. Gut, aber dazu, jetzt habe ich hier die Dattelfarm. Gehe ich hier wieder ein paar Felder errichten. Wir befinden sich in dem Bereich, das ist gut. Und mehr kann ich jetzt noch gar nicht machen. Hier zumindest. So, das war alles. Dann schwimme ich wieder zurück. Ja, Kingdom Hearts habe ich vorher zum Reden, weil es sonst nichts gibt. Außer mich mal hier drum zu kümmern. Naja, das müsste jetzt so passen. Hau ich mal dorthin. Die hau ich mal dorthin. Dann geht das schon. Und die Schenke natürlich nicht zu vergessen. Ah, Menno. Finde ich nicht schön. Überhaupt nicht. Okay, hier läuft's. Es läuft. Nur zu, macht euch mit unserer Baukunst vertraut. Da muss ich dem demnächst noch mehr geben, damit ich Seide, Indigo, damit auch Teppiche anbauen kann. Obwohl, ihr halt hier Gewürze, dafür brauche ich nur eine gewisse Anzahl an Nomaden. Die ich aber nur nicht erreiche. Deshalb ich hier noch ein paar, obwohl eigentlich bräuchte ich den Platz hier für die Getreidefarm, deswegen will ich die jetzt hier nicht verschwenden. Hol ich mich hier so ein bisschen aus. Mal gucken, wie der Platz denn so reicht. So, ja, das ist ganz gut. Natürlich aufpassen, dass ich in diesem Bereich bin. Jetzt kommt die Spitzhacke. Nein! Oh, verdammter Käse, das war ja aber voll daneben. Das war jetzt mal ein Fail. Na. Ja, das muss reichen. 240, das ist aber eine Menge. So. So viel hierzu. Was ist mit dem Auftrag? Ja. Ihr habt Neuigkeiten, wie man... Danke. Ja. Ihr seid zu Recht das Oberhaupt dieser Stadt. Da sag ich doch. Muss da jetzt nicht stehen. Okay, ich wurde jetzt wieder unterbrochen. Allah hat meine Gebete erhört. Es geht uns besser als je zuvor. Das ist nett von dir. Warte mal, was kommt denn jetzt hier? Getränke? Besitz meine ich noch nicht erreichen zu können. Und Glaube kommt erst sehr viel später. Ja, Kingdom Hearts hat wirklich eine ziemlich coole Story. Das einzigste Problem ist, dass viele haben jetzt, dass ich eigentlich weiß, ich kann darüber hinwegsehen, aber dieses Disney-Kram ist vielen auch einfach zu kitschig und es wird da ziemlich über genauso kitschig über Herzen geredet. Aber ansonsten hat das eine ziemlich interessante Story. Ja. Es gibt nichts zu tun, ich muss ja nicht nur warten, bis die endlich hier mal genug Einwohner angesammelt haben. Ja, Gesandtenbrief, dann werden die zu Gesandten. Und das ist ja eigentlich auch Teil meines Auftrags. Ja. Jo. 19%, lass ich mal bleiben. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Das bin ich. Ich habe so gut wie gar nichts gesammelt. Ach, Menno. Was verschafft mir die Ehre eures erneuten Besuchs? Abgaben, Darlehen, na, lass mal. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Oh, 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 yeah. Die Zinfarm. Das Schicksal scheint es mit eurer Siedlung gut zu meinen. Ja, rat mal, wohin das Licht. Ach, komm. Warte mal. Ich brauche 5 Holz. Aha. Ja, ich brauche 10 Holz. Du. Armer Nair. Dann brauchen wir 10 Holz. Ich habe doch hier
Ich habe hier einen ziemlich guten Holzvorkommen. Das finde ich interessant. Auch wenn viele gar nicht mehr arbeiten, weil sie das Holz nicht mehr loswerden. So. Und wie ich sehe, habe ich die Zeit schon wieder erreicht. Nun, denn... Was kann ich zusammenfassend noch sagen? Meine Anzeige hier oben hat sich wieder um einen Bau-Item erweitert. Mosaik. Habe ich noch nie benutzt bisher. Soweit habe ich es noch nie gemacht. Ja. Was gibt zu sagen? Ich werde jetzt die Siedlung da ausbauen, dann endlich Gewürze anbauen, mit dem ich hier meine Leute zufrieden... war die Schenke. Hier war eine Nee, das ist ein kleines Markthaus. Das war die Feuerwache. Zimmermann, Kapelle. Ich hatte eine Schachtel Schenke irgendwo hingebaut. Bürgers. Bauernhaus. Jetzt bin ich nicht mehr ganz durch. Kapelle. Bürgers. Bürgers. Oder hatte ich hier eine hingebaut? Verdammt, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das Teil hingebaut habe. Falls ich das halt überhaupt gebaut habe. Aber es gibt auch nirgendwo einen, mit dem die Eigenschaft erfüllt ist. Ja, da haben wir noch keine Schenke gebaut. Ja. Ja, mit diesem Problem werde ich diesen Part nun beenden. Bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwürfel-Gamer.